Ach. Das passiert heute auch wirklich jedes Mal. So, auf zur Baustelle. War nicht so. Ach komm, letztes Mal bist du dort jeweils First 2 hochgekommen. So, jetzt könnten wir noch 2 Stacks Cobblestone aus dem Lager mitnehmen. Die brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Und dann erzielen wir mal wieder richtig gute Fortschritte am Bau unseres ja, Hochhauses. Wolkenkratzers. Was irgendwie mal als kleines Wohnhaus geplant war. Ich sollte aufhören damit. So. Haben wir doch bestimmt einen Stackleitern. Dann bauen wir uns nämlich wirklich unsere Abkürzung. Und wieder mal ein Blick auf das Monster. Was ich sehr schön finde, ist hier die helle Reihe, wo wir da die schwarzen, die Kohleumrandungen gemacht haben. Kohle haben wir jetzt nur zwei. Nee, auch 3. Gut, ich dachte gerade schon. Umrandung immer 3. So, jetzt lassen wir hier den gebrannten Lehm erstmal hier. Davon haben wir 3, das sollte. Nee, 6 bräuchten wir davon doch. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen wenig dabei. Könnte allerdings trotzdem reichen. Müssen wir schauen. So. Schaufel kann wieder hier bleiben, die brauchen wir nicht. Gelb-Weiß kommt dann jetzt. Na gut. So. Vollgepackt. So. Dann auf nach oben. Das wird ein Spaß, die Fenster reinzusetzen. Das ist so das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen mühsam finde an dem Bau. Hinterher die ganzen Fenster reinzusetzen. So. Ich möchte einen sehen, der das in der Realität kann. Leitern fest an die Wand nageln und gleichzeitig hochklettern. So, jetzt wissen wir ja, dass wir auf Wolkenebene sind. Dann können wir sie wieder ausschalten. Ist nämlich ein bisschen angenehmer zu bauen dann. So, weiß. Mal genau zählen. Ja, das werden wir ja sehen eigentlich. Je nachdem, wie viel Inventar wir danach noch frei haben. Oder wie viel in Blöcke wir... Ihr wisst, wie ich das meine. Es ist spät, ich habe jetzt schon ein paar Stunden aufgenommen. Ich darf mich verhaspeln. So. Aber ich krieg das heute fertig. So, Stack 1 ist weg. Gut, dass wir nicht mehr mit Cleanstone bauen. Sonst wäre der Block jetzt schon verloren. Wäre zum Cobblestone mutiert. So. Und hör mal auf, so ein bisschen hier zu springen.
trink mal ganz kurz einen Schluck nebenbei. Thema heute fertig werden. Ich muss mich jetzt wirklich auch ein Stück beeilen, dass ich das heute noch schaffe. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, die Uhr ist gegen mich. So. Ich weiß, dass das Deck, was ich jetzt drin habe, das war angefangen. Oder vielmehr nicht vollständig. Das weiß ich, aber ich will ja auch keine exakten Zahlen, wie viel ich pro Runde, pro Reihe inzwischen nur noch verbrauche. Sondern es reicht mir, wenn ich eine ungefähre Stackanzahl habe, nach der ich mich richten kann. So. Jetzt mache ich erstmal das komplette Außenskelett fertig. Da gesetzt, gut. Da und den hier wieder weg. Na, den sparen wir uns. Dafür ist die Masse diesmal zu eng bemessen. Aber scheint deutlich weniger zu verbrauchen, als ich angenommen habe. Was auch gut ist, ich meine, da müssen wir weniger farmen. So. So, wie viel Stacks hat es jetzt gebraucht? Wir haben 5 gebraucht. Gut, das ist sehr gut. Das ist mehr als sehr gut. Und ich habe noch die Treppe vergessen. Die fängt von hier dann an. Zack. Zack. Und zack. So, mal drüber schauen. Alle Wände drin, alle Wände drin. So. Damit haben wir schon wieder eine reingezogen. Ah, bevor wir jetzt in die nächste Etage gehen, setzen wir uns die Fackeln. Es ist immer sinnvoller, die vorher zu setzen als nachher. So. Linker Flügel hat Fackeln. Verbindung hat Fackeln. Und der... Wow, ist der jetzt schon verwinkelt, der rechte Flügel. Na, wird halt immer schmaler mit jeder Reihe. So. So, auf jeden Fall geht. Na, ich weiß nicht, ob das gehen soll hier. Hier darf nichts weggehen. Ich möchte eigentlich nicht zwei Reihen hintereinander an der gleichen Stelle was wegnehmen. Okay. Das heißt, theoretisch darf der hier gehen. Hätten wir da sogar einen gewissen Rhythmus drin, was mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen stört. Aber ansonsten haben wir nicht mehr viel Auswahl, wo was gehen darf. Weil jetzt sind wir schon relativ dünn geworden. Und wir wollen ja nicht die Durchgänge verbarrikadieren. Das heißt, wir haben nur entweder dort hinten, der oder dort.
Ich würde sagen, dann nehmen wir mal komplett auf der Seite diesmal was weg. So. Kommt hier ein Balkon hin, damit ist die Ecke komplett weggebrochen. Und da vorne dann. Bin zwar weniger davon begeistert, das jetzt so zu machen, aber wir haben halt nicht mehr die Wahl. Ab der nächsten Reihe haben wir sowieso keine Wahl mehr. Dann heißt es auf der einen Seite den Äußersten weg und auf der anderen Seite den Äußersten weg. So. So. Dunkles Holz haben wir auf jeden Fall noch genug. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Hier, die Verstrebungen werden jetzt gelb. So. So, dann hier. Wenn natürlich jetzt auch immer weniger. Ist ganz klar. Wir kommen fast schon mit einem Stack pro Reihe. Nein. Wir kommen sogar mit einem Stack pro Reihe davon hin. So, und der zweite in Weiß. Danach nehmen wir dann den gebrannten Lehm. Den haben wir unten ja gelassen. Und sehen dann zu, dass wir dann noch zwei draufkriegen. Das wären dann schon fast die letzten. Der Fackelverbrauch geht jetzt auch deutlich zurück. Zack. Und hier. Jetzt haben wir sogar schon den gesamten Kratersee im Blickfeld. Und der war ja auch schon relativ hoch angesiedelt. Wie sieht das mit der Wolkenstadt aus? Kommt auch immer näher auf die Höhe. Das heißt, das wäre wirklich möglich, irgendwann unser Wolkenkratzer mit der Wolkenstadt zu verbinden. Wenn wir mal wieder Lust hätten, tonnenweise Schnee zu farmen. Was ja doch relativ ätzend ist. So. Wände stehen, fehlt nur noch die Innenwände. So. Ja. So, dann hier. Im Endeffekt ist es jetzt nur noch ein langer Gang. Mehr ist uns quasi nicht mehr geblieben von dem, was es am Anfang war. Außer vielleicht noch die eine Stelle, wo das Treppenhaus ist. Da ist es mal ein bisschen breiter. Ansonsten ist es jetzt quasi easy going.